Moin. So, jetzt mal von der Tage, vom Tage her. Ich bin gerade mit Bailey ein bisschen draußen, ein bisschen spielen. Wobei Bailey jetzt der Meinung ist, sich eher mit dem Ball in der Ecke verstecken zu müssen. Und genau, der Lütten geht es ein bisschen besser. Haben eigentlich beide Kinder auch gut geschlafen in der Nacht. Und wir haben heute wieder schönes Wetter draußen. Wir wollen jetzt gleich nochmal los nach Olympia. Vivi hat da ein paar Sachen zu rausgesucht, wo wir da hin können. Und deshalb haben wir uns auch gedacht, weil diese Sachen in relativer Nähe sind und wohl auch kein Problem besteht bezüglich Hunde, dass wir Bailey einfach mitnehmen. Ja, Vögel sind wohl interessant. Genau, ansonsten haben wir hier draußen, wollte das mal kurz zeigen, ein Trampolin. Hier so eine Sitzecke, Feuerecke, einen großen Spielplatzbereich. Und hier den Hot Tube hinter mir. Das heißt, hier draußen ist mega viel Platz, großes Rasengrundstück auch, dass man hier entsprechend spielen kann. Also sowohl die Kinder als natürlich auch Bailey. Hier ist direkt das Wasser. So ein Grundstück dazwischen. Über die Straße kann man direkt runter. Wir haben hier zur Verfügung gestellt bekommen Kajaks und Paddleboard. Wasser ist natürlich ein bisschen frisch noch, aber man will ja auch nicht ins Wasser fallen. Und ich hätte schon noch mal Lust, das auszuprobieren. Aber für heute haben wir was anderes geplant. Und zum Ende der Woche hin, Donnerstag, Freitag und Samstag, soll das deutlich noch mal wärmer werden vom Wetter, von den Temperaturen auch her. Und deshalb fahren wir wahrscheinlich heute mal in die Stadt. Heute ist Dienstag. Und dann schauen wir mal, ob wir Mittwoch oder Donnerstag irgendwie vielleicht zum Olympianationalpark fahren. Und die anderen Tage werden wir einfach hier verbringen und wahrscheinlich uns mal irgendwie auch gegen Wasser begeben. Die Ebbe setzt jetzt gerade ein. Wasser geht dann langsam zurück, das heißt, man müsste dann halt vormittags noch einmal raus, damit man das hinterher nicht so lange zurücktragen muss. Genau, Rettungswesten haben wir auch für den Lütten, also die haben ja wirklich alles da. Das ist, wie gesagt, auch für uns hier irgendwie so ein, echt ein Glücksfall. Auf jeden Fall werden wir dazu auf unserem Blog auch noch mal ein bisschen mehr zu berichten, wenn dann die Zeit gekommen ist, zu dem House-Sitting hier und dem House-Sitting-Programm. Und ansonsten würde ich sagen, wir spielen jetzt noch eine Runde. Bailey? Wanna play? So ein bisschen vielleicht. Und genau, dann geht es demnächst für uns auch los Richtung Stadt. Und dann melden wir uns aber nachher nochmal. Bis dann. Moin, so noch mal kurz das Update. Wir sind nach Olympia gefahren. Wir sind über die Westroute gefahren, also quasi nicht über die Tollbridge. Und haben uns im Vorfeld, beziehungsweise Vivi hat im Vorfeld ein paar Punkte hier rausgesucht in Olympia, die wir jetzt hier easy eigentlich ablaufen können. Wir haben Bailey mit dabei. Und haben da hinten in einem Park geparkt. Und sind jetzt hier quasi einmal, ich würde sagen, am Hafen lang. Haben wir gerade schon einen Drohnenflug hinter uns, die Regenbogenbrücke, oder nicht Brücke, sondern Eisenbahnschiene. Ja, das Bailey mal ab und zu ein bisschen zügeln. Und jetzt sieht man es gerade nicht, das State Capitol findet sich quasi dort hinten. Da kriegen wir bestimmt noch mal andere Aufnahmen hin, eigentlich auch geplant mit der Drohne. Da sieht man es. Es kommt zum Vorschein. Genau. Und jetzt gehen wir hier ein bisschen lang. Vielleicht für Bailey noch mal ein bisschen was zu trinken hier. Genau. Sollen wir hier ein bisschen lang gehen, uns umschauen. Vielleicht will der Große noch mal auf dem Spielplatz. Er will noch mal. Okay, ich sehe da hinten schon einen. Und genau. Ansonsten stellen wir hier einfach noch ein bisschen hin und her. Und fahren nachher auch wieder zurück, wollen noch mal einkaufen. Das Wetter ist hier relativ gut, dass wir uns gedacht haben, ah, wir könnten ja eigentlich auch den Grill nutzen, den wir da inklusive haben. Und die Feuerstelle für ein paar Marshmallows. Also, wir lassen uns mal überraschen. Wir lassen es uns gut gehen auch vor allem. Ja, und lassen es uns gut gehen, wenn man hier schon mal diese Möglichkeit hat. Oder ja auch die das Glück hat. Genau, von daher machen wir uns jetzt weiter auf den Weg. Gar nicht lange aufhalten. Und ich würde sagen, ihr schaut euch das einfach weiterhin an.
Moin, ich weiß nicht, ob ihr das selten seht. Also erstens ja, ich bin gerade auf dem Subboard hier auf dem See bei unserer Haussitting-Unterkunft und da hinten guckt eine Robbe raus. Glaube ich zumindest, dass es eine Robbe ist. Wir hatten hier, Vivi war hier schon auf dem Wasser, ich bin mit der Drohne hinten her geflogen. Ich paddel da einfach mal drauf zu, Akku ist nicht mehr so viel. Wir haben heute einen ruhigen Tag, wie ihr seht, schönes Wetter und verbringen die Zeit ein bisschen hier mit den Aktivitäten, die wir haben. Und ich habe einfach mal gedacht, ich paddel hier mal so nach und nach auch mal raus.